Bei einer großen Gala in Wien sind gestern innovative Projekte, die helfen, Umweltprobleme zu lösen, ausgezeichnet worden. Diese Preise des T-Mobile Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds sind heuer bereits zum zweiten Mal vergeben worden und einer ging nach Vorarlberg. Es ist ein besonderer Moment für diese Vorarlberger Unternehmer rund um Christian Steger von Metz. Bei der Gala des T-Mobile Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds gestern in Wien bekommen sie einen Preis für ihre Umweltidee. Sie haben eine App für Carsharing erfunden, die es besonders Menschen im ländlichen Raum leichter machen soll, Autos zu teilen. Die Idee war, ein modernes Smartphone bietet eigentlich alles, was wir brauchen, GPS und Datenübertragung, einen Online-Kalender. Und wir haben eben versucht, dieses Smartphone dann auch für das Carsharing zu nutzen. Das Besondere an unserem System ist einerseits, dass wir eben die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie allen zur Verfügung stellen wollen, nicht nur kommerziellen Anbietern, sondern auch privaten Unternehmen und Gemeinden. Wir entwickeln eben einerseits das Online-Reservierungssystem, aber das auch ein elektronisches Fahrtenbuch. Wir können über eine mobile Website reservieren und mittlerweile auch Garagentor aufsperren, Autos aufsperren, und so wird das Carsharing einfach ganz einfach. Beim Autoteilen machen er und seine Familie schon seit dem Aufkommen dieser Mobilitätsidee mit. Unkompliziert zu buchen, aber auch kostengünstiger als ein eigener Wagen muss es werden. Wir verrechnen 35 Cent pro Kilometer und 35 Cent auch in der Stunde. Diese Kosten sind kostendeckend und damit finanzieren wir die Autos.